Und der Stream meldet sich bald von Shakes and Fidget. Bevor es losgeht, naja, eigentlich geht's ja schon los, muss ich eine Post vorlesen, nämlich von niemandem mit dem Betreff, kein Betreff. Nein, von Raiken oder Raiken, der hat hier geschrieben, so wie einige andere, natürlich ist Schlabbene Matte nicht der letzte Raid-Gegner. Ich dachte das einfach, weil damals war ja so für mich Raid 44 und für einige andere Gilden, bevor es noch alles gab, Sockel, Edelsteine, dies, das, da war 44 so der letzte, den man bezwingen konnte und den haben wir dann mit Raid-Hilfe auch gepackt. Und irgendwie ging ich davon aus, dass das der letzte ist. Quatsch, es gibt ja dann noch welche, die ich nicht habe. Aber jetzt eben, ja, da, wie ich jetzt herausgefunden habe, wenn ich die im Sammelalbum haben will, dann muss ich Raid-Hilfe geben. Das heißt, das funktioniert nicht so einfach. Ging das mal? War das ein Fehler? Irgendwie, dass man rein konnte in eine Gilde und dann wieder raus und dann hatte man alles? So, auf jeden Fall müsste ich jetzt Raid-Hilfe geben, um die letzten Bildchen Raid 45, 46 und so weiter und so fort zu bekommen. Ja, das ist eine Sache. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Und genau, aber ich weiß nicht, ob es mir das für 6 Bildchen wert ist. Aber trotzdem, der hatte noch, er hat hier tatsächlich Namen rausgesucht von Leuten, wo mir Items fehlen. Also, das ist ja mal ein Ding. Ich meine, ich muss sagen, ich habe hier bei dem Charakter so lange mit schlechteren Boni von der Gilde gezockt und so. Und dass ich einfach sagen muss, ja klar, 99%, die wären schon ziemlich genial. Aber hier viele sind mit 97 unterwegs, 98, 99. Aber hier sogar 95 mal. Also natürlich, es ist etwas und ich werde es jetzt auch machen, besonders weil er mir ein paar Namen geschickt hat. Ich hätte sowieso gesucht, aber bestimmt wäre ich nicht so schnell gewesen. Er hat sogar auch die Waffe anscheinend. Ich weiß nicht, ob er die mit Absicht ausgerüstet hat. Nö, denke ich mal nicht. Ich werde dich angreifen. Dankeschön an Leute wie Raiken. Das haben mir viele Leute gesagt. Und genau. PPS, hier wäre noch einer mit den Kriegerkürbisschuhen, falls du die benötigst. Der K007. Ja, das, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich ein bisschen so genervt, dass immer, ich meine, es ist nicht schlecht, wenn was ins Sammelalbum dazukommt, aber es kamen immer die ganzen, zum Beispiel jetzt Kürbis-Items dazu oder Halloween hier und ist ja Kürbis, Quatsch, was labere ich und man hat dann nicht zum Beispiel 105% bekommen können, sondern jemand hatte 99 und danach hatte er 98. Das fand ich irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen seltsam und ja, ich will nicht sagen demotivierend. Genau, es ist übrigens das Epic-Event jetzt am Wochenende und Handschuhe werden gesucht. Das heißt, ich hole mir hier 1 Million und hier knapp 2 Millionen. In Summe 3 extra ab einfach, weil ich die richtigen Items hatte. Ja, und hier ist ebenfalls was Schönes, nämlich ein Inst-Trank. Und weil ich beim letzten Mal leider nicht die Kette bekommen habe, die ich wollte, würde ich mal sagen, blättere ich jetzt auch ein paar Mal, solange die Quest noch läuft und bis ich dann den Kollegen, den netten Kollegen angreifen kann, damit er mir seine Waffe schenkt. Genau, beim Oktoberfest-Event, da war ja auch das Epic-Event und anfangs dachte ich, hä, ist da irgendwie kein Epic-Event, weil das hier nicht geschmückt war. Wo ist denn das? Wow, ich hasse das, wenn man was rauskauft, dann gibt es kein Wow. Egal, dann muss ich es eben machen. Wow. 590 Int, Ausdauer und Glück, leider ohne Sockel, wird nicht gekauft für die Toilette. Ich habe jetzt so viele Items gehabt und habe sie noch immer. Deshalb ohne Sockel nichts für die Toilette. Mit Sockel gerne, weil das können ja die Begleiter auch haben und so. Ja, genau. So, im Zauberladen blättere ich immer ganz gerne, weil da kann man immer was kaufen. Da gibt es immer irgendein Item, irgendeinen Trank. Und so, und dadurch, dass man die ja rauskauft, kommen neue Items nach. Ich meine, okay, man erhält schon mal weniger Items, weil die Tränke ja die Plätze wegnehmen. Bitte, bitte, bitte. Nö, der dritte oder so mit Pilzen. Mal schauen, der nächste. Alle guten Dinge sind 4. Sagt man doch so schön, oder? Und von daher, da ist ein 3er Epic Amulett mit Sockel. Irgendwie, manchmal habe ich Pech. So zum Beispiel gestern. Zum Beispiel S33, zum Beispiel die Wohnenportal. Und dann gibt es wieder Tage, da habe ich so viel Glück, da kann ich mich davor gar nicht retten. Wird gekauft, Katsching, Dankeschön dafür, sehr schön.
Schöne Verbesserung, jetzt fehlt nur noch ein Edelstein. Ich nehme den schwarzen, ich nehme den guten Instein. Mal schauen, wann. In 32 Minuten. Ja, her damit. Gut, das geht ja schon mal schön los. Jetzt kann ich dich angreifen. Nimmst mich nicht persönlich, du verlierst sowieso nichts. Aber du hast so eine schöne Waffe, die glänzt so schön. Plus eins. Da hat er recht, da hat er recht. Krass. Ich werde mich auch mal ransetzen und die restlichen Items suchen. Aber ich weiß nicht, wie er das so schnell gemacht hat. Naja, schnell. Es liegen einige Stunden zwischen dem letzten und diesem Video. Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern. Ja, die muss ich eigentlich nehmen. Normalerweise, wer auf Früchte spielt, der würde die Quest akzeptieren. Aber die andere gibt nur 80.000 Gold weniger, mehr XP und ein Item, welches 1,25 Millionen im Verkauf gibt. Das ist schon fein. Das ist schon sehr fein. Ach ja, wow. Das Gold ging weg, weil ich mir einen Epic gekauft habe. Glücksrad. Ich glaube, da gibt's. Ich hole mir mal wieder einen Epic ab, oder? 4 Ressourcen. 4 von 5 Ressourcen, einmal Pilze. Jetzt zähle ich noch mit. 5 mal Ressourcen, 6 mal Ressourcen, Pilze. 7 mal. 8 mal. Krasser Tag. 9 mal. 10 mal. 11. What? 12? 0 mal Gold oder sowas war das für ein Tag. 12 mal Ressourcen, 3 mal Pilze. Ach du meine Güte, das war ja ein Traum. So soll es jeden Tag bitte laufen. Das war ja mal schön. Huiuiuiui. Grenzgenial. Ja, nur leider so oft Holz und irgendwie nicht so oft Stein. Ich werde das nie erreichen. Ich werde das nie erreichen. Moment mal, wo war ich? Genau, zu viele Äpfel am Tag halten dann den Doktor doch nicht fern. Ah, Canocle ist jetzt mittlerweile schon recht stark. Das ist gut so. Ja, genau. Und hier ein bisschen schlichten. Naja, wenn man das schlichten nennen kann. Den habe ich im letzten Mal reingeworfen. Dann, der kann nicht mehr. Das Teil kann ich reinschmeißen. Ich hätte jetzt einen... Hatte ich den? Ist der neu oder ist der nicht neu? So, genau. Das Teil kommt weg. Das habe ich getauscht. Rein damit. Meine Aura. Mein Füllstand bei 540 von 1000. Sehr schön. Dieses Item wird verkauft. Hier ist noch Platz. Und einen Glücksstein weg, beziehungsweise der kann auch. Oder fürs Klo irgendwann. Nö, da kommen neue Steine nach. Weg damit. Gut, jetzt sieht's wieder schön aus. Hey, das war heute echt einer der besten Tage beim Glücksrad, wenn man die jetzt mit den Epics mal außen vor lässt. Fette Ressourcen und Pilze. Das war schön. Zu wenig Gold, das macht ja nichts. Nochmal diese Robe, was ist denn los? Sommerschlussverkauf ist diese... Muss die Robe an den Mann und an die Frau. Gut, 9,7 Millionen. Hier ist ja nichts, also hier kann nichts fallen, aber trotzdem. Vielleicht kann mir der Kampf gefallen. Nö, der gefällt mir schon mal nicht. Nein, 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 der gefällt mir gar nicht. Oh, der letzte Treffer hat es rausgerissen. Der letzte Treffer, das waren 9% oder so. Na, 28, sehr schön, sehr schön. Sehr, sehr schön. Die Gilde blinkt auch so auffällig. Da schauen wir direkt mal rein. Ein Crit, aber so wenig. Das ist krass. Hat meine Waffe echt so eine fette Spanne? Ja, hat sie. Aber wow, ein 4-Millionen-Crit. Wir gehen übrigens auf die 700 Ritterhallenpunkte zu. Ich meine, ja, dauert noch ein bisschen, aber das ist schon eine ordentliche Zahl, denke ich mal. Bald 700. Gibt bestimmt schon Gilden irgendwo international, also weltweit gesehen, die 700 bereits geknackt haben. Aber ansonsten, ich kann aktuell nichts ausbauen. Ich muss erstmal Festung hochziehen, dann Ritterhalle. So, vorher wird das nichts. Hier habe ich immer, manche glauben es mir vielleicht nicht, aber ernsthaft, sehr oft, es waren vielleicht nicht alle 5 Minuten, aber alle 10 Minuten, so in den letzten Stunden, immer neue Gegner gesucht und es gibt nichts. Ich finde hier nichts. Auf S33 ist das reinste Paradies, aber hier leider nicht so. Feuer 200, dann nehme ich mal Wasser. Seppard macht sogar, ach du meine Güte, 84. Ich glaube, wenn ich mir jetzt noch eine Frucht hole, 85, dann greife ich mal an, nur um das zu sehen, ein bisschen so. Okay, Moment mal. Nö, dann nehme ich auch Feuer. Feuer gegen Feuer. Wo bist du nur, mein Ungeheuer? Du bist mir ja nicht geheuer. Infernox, der Letzte. Heieieiei. Und Dragopyr 50. Ja, es wird schon, es wird schon.
Dann 288, dich hatte ich mal stärker in Erinnerung. Kann das sein? Hast du nicht am Anfang immer ein heftiger Gegner? Jetzt 288 ist nicht so krass. Schatten. Boom. Oh. Ninja ging gut down. Von wem auch immer. Okay. Der Clade wird mit Erde angegriffen. Und zu guter Letzt Z-Trix 2-1-3-4. Na gut, war unsinnig, dass ich mir hier das stärkste Element aufgehoben habe. Aber das und nochmal Typh, ey, kommt schon. Das ist ja unfair. Ich meine, für ihn ist es wahrscheinlich gut, weil er verliert Ehre und bekommt dann hoffentlich einfachere Gegner. Ich beobachte das so ein bisschen. Ich meine, ich weiß es nicht ganz auswendig, aber dass Hawk 87 hat und so und dann 85, 84, 83, die Leute, da kommt echt nichts dazu. Ich glaube, heute beim Epic Event, da hat niemand ein neues Pet bekommen, sprich Killridge, weil das schon jeder hatte, der hier am Start ist. Ach so, keine Gilde in der wilden Hilde. Darum, das erklärt dann natürlich so einiges. Also, hey, ein Skillpunkt ist wieder verfügbar geworden. Dankeschön dafür. Und nochmal fetten Dank, ernsthaft, dass du mir die Spieler da rausgesucht hast. Das fand ich ziemlich nett. Genau. Hier, so sieht es beim Tiefpriester auf S33 aktuell aus. Na, immerhin kann ich heute Schaden zufügen, weil ich ein paar Mal ausweiche. Aber hier, da halte ich nicht viel aus. Hey, das war gut, oft ausgewichen. Nach zwei Treffern bin ich allerdings tot. Okay, also, wenn ich heute... Dankeschön. Die Pilze sind wichtig auf dem Server. Wenn ich heute den Dämonenportal-Gegner nicht schaffe... Ich weiß schon langsam nicht mehr, was ich editieren soll beim letzten Mal. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht drauf reingefallen ist und dachte, die Folge ist schon zu Ende oder so. Und dann ging sie doch noch weiter. Heute will sie Gürtel haben. Die nette Dame von nebenan. So, den hebe ich mir mal auf. Wer weiß, was da so kommt. Der wird angeworfen. Und weil jetzt Epic Event ist, kann man auch... Ja, danke schön. Dreimal wird geblättert. Eins, zwei und drei. Yes, das hat sich gelohnt. Und hier kann ich sozusagen nochmal kostenlos blättern. Eins, zwei, drei, vier, fünf von sechs Items sozusagen erneuern. Und noch ein Trank kommt nach. Das heißt, durch dieses Nachkaufen war das Einmalblättern umsonst. Also nicht umsonst, sondern kostenlos. Bisschen Gold hat es gekostet, aber ansonsten waren das zwei Geschicktränke, dann zwei Glück. Jetzt fehlt nur der Ausdauertrank, aber naja. Dann muss ich eben Ausdauer skillen und den Dämonenportalgegner killen. Der hat jetzt haargenau 10%. Moment mal, wie weit bin ich beim Level Up? 327, ja, das dauert schon noch ein bisschen. Ich kann hier den Grabräuber legen, bekomme ich noch... Ey, das ist schon das vierte oder fünfte Glücksepic hintereinander. Ich meine, die hätten zwar nur Level 228, aber trotzdem. Was hinterlässt denn das für einen Eindruck bei mir? Naja, egal. So, dann skill ich noch Glück. Einfach so, dass ich mein gesamtes Gold ausgebe und jetzt... Ich kann ihn nicht mehr sehen. Was muss ich tun? Mir hat jemand eine Cheat Engine geschickt. Ich glaube, die werfe ich jetzt an. So, okay, bitte nicht reporten. Das war nicht ernst. Doch, es war ernst gemeint. Und jetzt mit der Cheat Engine ausweichen. Jawohl. Nicht der Gegner, sondern ich. Vor allem, wenn ich einfach glasklar verliere, dann okay. Aber bitte nicht wieder mit 500.000. Komm, bitte triff doch nochmal. Du dummes Tier. Nein, 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 ich sag gar nichts mehr dazu. Es ist sowieso unsinnig, hier irgendein Wort drüber zu verlieren. So, irgendwas rein damit, keine Ahnung, was ich hier tue. Festung, klicken, 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 angreifen, klicken, Gegner einmal, jawohl, 200.000 mit einem Soll. Grünes Emoji, oh mein Gott, das geht ja auch noch schief, das geht auch noch schief, zu wenig Gold. Vergesst es, tschüss, ja, genau.